Und das war schon eine sehr große Ablehnung. Also es macht einen auch echt so platt. Ja, ja total. Aber es im ist, Keller. Es, man ist ja im Keller sozusagen. Gretchens Gast heute und wie erwartet im Fashion Dirndl ist mein Gast Angelika Zwerenz. Komm herein, ich freue mich auf unser Gespräch, Angelika. Hallo, liebes Gretchen, ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Setz mich gleich mal hin auf deine wunderschöne Couch. Auf meine weiße Couch. Angelika, heute soll unser Thema sein, Glück. Warum hast du dich dafür entschieden? Ich denke, dass Glück jeden von uns betrifft oder auch nicht betrifft. Das wollte ich ganz gerne heute mit dir, liebes Gretchen, herausfinden. Wie werde ich glücklich? Haben wir überhaupt Glück? Ist Glück Zufall oder kann man Glück erarbeiten? Angelika Zwerenz, für alle, die sie nicht kennen, aber unbedingt kennenlernen sollten, ist eine Designerin. 2007 hast du mit Modedesign begonnen und dein Spezialgebiet ist das Dirndl. Ja, das Dirndl-Punk, also sexy, flott, verwegen, das ist so dein Stil bei Dirndln. Du bist auch Moderatorin auf Veranstaltungen, Testimonial. Und du hast sehr lange, nämlich 10 Jahre, Lubega begleitet, als Managerin, als eigentlich Allrounderin. Das heißt, was hast du alles gemacht für Lubega? Ich habe für ihn sozusagen das gesamte Bühnen- und Showkonzept entwickelt. Ich habe ihn zu dem gemacht, was er eigentlich ist, diesen Fashion Boy mit einem tollen weißen Anzug, Gamaschenstiefeln, mit tollen Tänzerinnen begleitet. Ich war auch für das Marketing und die Pressearbeit zuständig, sozusagen seine persönliche Managerin. Also Lubega Mambo No. 5 ist so der bekannteste Hit von ihm gewesen und alles, was ihn so ausmacht, ist letztlich entstammt deinem Kopf. Ja, ist richtig, so ist es. Und du betreust nicht nur Musiker oder hast viel in der Musikbranche auch Erfahrung gesammelt, sondern machst auch selber Musik. Es gibt eine Dirndl-Punk-Band. Mhm. Mit welchem Lied, wo ihr schon auch auf YouTube zahlreich zu sehen seid? Dirndl-Punk, der bekannteste Song ist Missy Mamoradi, Radi Radi. Heißt auf Deutsch, wir haben uns alle lieb. Und ist ein Song von Slavko Ausenik, den ich sozusagen, ich habe da nur diesen Groove verwendet und einen neuen Text dazu geschrieben, das von einem namhaften Produzenten produzieren lassen und das macht sehr, sehr große Freude. Angelika, das Glück. Würdest du sagen, dass das Glück ein steter Begleiter in deinem Leben ist? Was ist denn euer Verhältnis, du und das Glück? Ich und das Glück, wir haben ein ganz besonderes Verhältnis. Ich suche das Glück eigentlich ständig. Ich bin ständig auf der Suche, wo ist es gerade? Und dann ist es mir schon wieder entschwunden, aber dann suche ich es auch gleich wieder. Es ist so wie mit einem Ball. Manchmal habe ich den Ball fest in der Hand, dann ist das Glück voll an meiner Seite. Und manchmal ist der Ball in weiter Ferne, dann versuche ich ihn wieder anzulocken. Interessant, was du sagst. Also es ist etwas, was schon immer wieder was Vergängliches hat, ja, das sind Momente, dann ist das Glück nahe bei einem, aber wann kann es einem auch wieder abhanden kommen? Also wenn wir bei diesem Beispiel mit dem Ball bleiben, das ich sehr schön finde, muss man da unvorsichtig sein oder zu wenig aufpassen auf das Glück oder wann sagst du, verschwindet das auch wieder? Ja, es verschwindet einfach, es ist nichts, was man geschenkt bekommt, so möchte ich vielleicht mal sagen, Gretchen. Glück ist etwas, dafür muss man etwas tun. Oder Philosophen haben auch gesagt, das Glück muss man suchen. Beziehungsweise man muss seine Glücksmomente selbst herausfinden und herausarbeiten. Die Sache ist, weil du die Philosophen ansprichst, man hat ja jetzt über all die Jahrtausende auch versucht, also bei den Griechen ging es ja schon los, Glücksbegriff Eudaimonia, ja. Bei Aristoteles, Platon, Aristoteles verband ja den Glücksbegriff mit der Tugend, später, wesentlich später kam dann Descartes, der sagte, Glück ist Zufriedenheit, dann ging es weiter mit Kant, der sagte, Glück ist Pflicht, also das nur als kleiner Ausschnitt, viele, viele Philosophen haben sich zum Glück geäußert, zeigt ja, so richtig weiß man es nicht, ja. Und ich finde spannend, zu welcher Erkenntnis wir kommen, wenn wir zusammen, Angelika, nachdenken über den Glücksbegriff. Wo würdest du das denn einordnen? Was ist denn für dich Glück, um das genauer zu definieren? Sagen wir mal so, es ist sehr interessant und da gebe ich dir vollkommen recht.
Glück ist etwas, schon seit Urzeiten hat man sich mit diesem Begriff beschäftigt. Und beispielsweise ist in der Präambel der amerikanischen Verfassung sogar festgeschrieben, der Mensch hat auch dieses Recht, sein Glück zu finden. Pursuit of happiness. Ja, genau. Das ist sehr interessant. Oder bei uns, ich habe mich ja auch ausführlich jetzt damit beschäftigt, in der Nationalhymne Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Sehr interessant, dass in grundlegenden Veröffentlichen, sagen wir mal für die Menschheit oder für die Gesellschaft, das Glück immer erwähnt ist. Und es gibt dazu sehr viele Theorien. Was mich sehr angespornt hat, heute dieses Thema zu erwähnen oder mit dir zu besprechen. Mein Bruder ist Glücksforscher. Professor Dr. Zwerenz bringt demnächst ein tolles Buch heraus über das Glück. Und er hat zum Beispiel diese Theorie entwickelt, auch interessant für die Zuschauer, Reisen macht glücklich. Ganz einfach die Tatsache, Altes, Bestehendes, vielleicht mit Sorgen behaftetes zurückzulassen, zu Hause zu lassen und in eine ganz neue Umgebung einzutauchen. Auch wenn sie vielleicht durch Neues in der Reise mit Problemen behaftet ist, ist es trotzdem so, dass seine Statistiken und seine Umfragen ergeben haben, die meisten Menschen sind oder werden durch Reisen glücklich. Sehr interessant. Ja, und das passt auch zu meinem Nachdenken über Glück, Angelika, weil ich mir überlegt habe, wann empfinde ich Glück? Und das ist sehr oft, wenn etwas Überraschendes kommt. Ja? Klar, ich kann dann auch Unglück empfinden, wenn es mir nicht so gefällt. Aber für mich wäre das so ein Moment, und das erlebt man ja eben oft auf Reisen, dass Dinge kommen, mit denen ich nicht rechne, weil es eine andere Kultur ist, andere Menschen, anderer Umgang miteinander, Situationen, die ich von zu Hause nicht kenne. Und sowieso vieles Neues. Insofern kann ich sehr viel mit der Formel deines Bruders oder der Verknüpfung Glück und Reisen anfangen. Ja, das hat im Grunde ja auch schon, du bist ja auch eine sehr gebildete Frau, Goethe hat ja auch auf seinen Reisen immer wieder bestätigt, wie sehr ihn das glücklich macht. Insofern ist ja da auch der Ursprung schon relativ weit zurück. Aber es gibt noch viele, viele andere Ansätze, um glücklich zu werden. Und sehr zu empfehlen, ich danke dir für das Stichwort Goethe, Reise nach Italien, habe ich erst neulich gelesen. Also allein schon auch mit einigen Schriftstellern mitzureisen, kann auch schon glücklich machen. Also ich bin ja jemand, den die Literatur auch sehr glücklich macht. Ja, schön. Also das sind so Momente, warum eigentlich? Ich überlege gerade, Angelika, warum ist die Literatur etwas, was mich glücklich macht? Ich glaube, da geht es auch um Erweiterung, dass ich nicht nur fühle, ich bin mit mir selbst, sondern kann mich über die Gedanken der anderen, ja, da geht es ja auch um was Neues. Ich habe neue Gedanken, die kann ich mit aufnehmen in mein Denken. Ich glaube, es geht schon um etwas, was größer macht. Kannst du damit was anfangen? Damit kann ich was anfangen. Interessanterweise spricht mich eine Sache ganz besonders an, wenn es um das Glück geht. Und zwar ein amerikanischer Universitätsprofessor hat einen Begriff geprägt, das ist sogar ein Ungar, der in Chicago lehrt, den Begriff Flow. Mhm. Und da fühle ich mich zum Beispiel absolut angesprochen. Ich hatte mit meinem Sohn ein Erlebnis, ich weiß nicht, wird sich interessieren? Ja, klar. her mit dem Erlebnis, Angelika. Ja, genau. Ja, ist dann so? Mein Sohn ist 19, ja. Und er mag Tiere. Mhm. Aber Tiere nicht nur zum Kuscheln oder zum Spazierengehen, sondern er beobachtet gerne Tiere. Und so war er vor einigen Monaten im Tierpark Hellerbrunn und hat Schimpansen und Orang-Utans beobachtet, fotografiert, er hat das Verhalten studiert, hat aufgeschrieben, DIN A4 Seiten über DIN A4 Seiten, wie verhält er sich, wie geht er, wie ist seine Haltung. Zunächst dachte ich, naja, ist ja schon interessant, für was sich dein Sohn so interessiert, ja? Allerdings. Und er hat dann ganz interessante Erkenntnisse zusammengeschrieben und er sagte mir dann, es ist schon dunkel geworden und plötzlich kam der Aufseher vom Tierpark Hellerbrunn auf ihn zu und sagte, Entschuldigung, Leander, der Tierpark hat schon geschlossen. Du musst jetzt deine Aufschriebe und deine Beobachtung musst jetzt aufhören.
Das ist das, was meiner Ansicht nach dieser Universitätsprofessor Csikszent Mihaly heißt, der sein gebürtiger Ungar, gemeint hat. Im Flow zu sein. Mhm. Etwas tun, wo man Zeit und Örtlichkeit einfach vergisst. Ja. Man gibt sich einer Sache hin, wo man sagt, das bin ich, das will ich jetzt wissen. Und man denkt in dem Moment auch gar nicht an den finanziellen Vorteil. Oder man denkt auch nicht dabei so mit diesen Aufschreiben, da verdiene ich jetzt so und so viel Euro und dann werde ich berühmt, weil das ist einfach das Nein. Es ist diese unglaubliche Hingabe an eine Tätigkeit, was man auch ja sagen kann, die meisten Künstler leben ja auch so. Eine Freundin von mir, Ulla ist Malerin, hat ihr ganzes Atelier voller Bilder, also man kann kaum laufen, ich bin wie ein Storch in ihrem Atelier unterwegs gewesen, aber auch sie denkt beim Malen nicht, was sie für das Bild bekommt, nein, sie hat schon das nächste Bild im Kopf. Es ist einfach dieses Absolute in einer Tätigkeit sich vergessen und das sich hingeben auch. Ja, sich hingeben und das spricht mich jetzt an zum Thema Glück. Da ist der Mensch glücklich. Ich finde es sehr schön, was du sagst, dass man dann so alles vergisst. Also es bedeutet schon so eine Amnesie für das Außenrum, sondern man ist ganz bei sich. Dann setzt es aber da nicht auch voraus. Ich muss mich mit mir wohlfühlen. Oder umgekehrt gesagt, kann der Mensch, der es gelernt hat, gut mit sich klarzukommen, ich sag mal, sich selbst zu lieben, ist ja auch so ein Begriff, über den man oft spricht, vielleicht auch dadurch mehr glücklicher sein, weil er keine Angst hat, bei sich selbst anzukommen. Das ist richtig, ja, da gebe ich dir recht. Also das wäre so eine Möglichkeit. Wenn man über das Glück nachdenkt, ist die Antipode natürlich das Unglück. Und wenn ich jetzt an Künstler denke, also bis ich in diesen Flow komme, ist ja für viele Künstler doch auch der Antrieb nicht nur das Glück, sondern interessanterweise, wie wir es ja von Kafka kennen und anderen großen Dichtern und Schreibern, das Unglück. Ja? Also das Unglück, das finde ich nämlich spannend an der ganzen Sache, generiert oft große Werke, die andere wiederum glücklich machen oder den Schriftsteller auch beim Schreiben selbst, aber dennoch geht ein Unglück voraus. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch aus dem Buch von meinem Bruder, Professor Zwerenz, tatsächlich gelernt. Er lehrt in der Uni, er sagt zu seinen Studenten, ihr müsst erstmal scheitern. Ich gebe euch den Tipp, scheitert. Und danach werdet ihr das Glück erfahren. Und so sehe ich das auch. Also es ist wie Krankheit und Gesundheit, wie müde sein, fit sein, wie krank sein oder wie verzweifelt sein und dann doch wieder positiv sein. Es gehört alles zusammen. Alt und jung sein ist eins, es sind Unterschiede, aber es gehört zusammen. Und so ist es meiner Ansicht nach auch mit dem Glück. Nur wer im Tal der Tränen war, nur der kann aufsteigen und dann wieder total happy sein und voller Lebensfreude sein und alles anpacken. Ich denke, da hast du vollkommen recht. Es gehört zusammen. Und auch, es prägt uns ja. Also aus Endstation Sehnsucht, dem Theaterstück von Tennessee Williams, gibt es einen Satz, den ein Protagonist sagt, der heißt, zeige mir einen Menschen, der kein Unglück kennengelernt hat und ich sage dir, er ist ein oberflächlicher Mensch. Also ist ja nicht das Glück, das uns formt, sondern das Glück sind dann so, wie du vorhin mit deinem wunderbaren Beispiel mit dem Ball gesagt hast, es kommt zu uns, wir können da Momente genießen oder auch Zustände, die eine gewisse Zeit lang dauern, aber dennoch würde ich jetzt sagen, und du darfst mir gerne widersprechen, wenn du es anders siehst, dass das Unglück, so wenig es die Menschen wollen, dennoch, wenn ich auf mein Leben schaue, mich befähigt hat, über mich selbst hinauszuwachsen, Stichwort Resilienz auch, und meine Persönlichkeit auch zu bilden. Also ich möchte auch, ich sag's mal so, dem Unglück auch dankbar sein. Wenn es überhaupt Unglück ist, also letztlich in der Rückschau würde ich ja das gar nicht Unglück nennen, vielleicht in dem Moment, aber letztlich war es Glück für mich. Ja, das ist vollkommen richtig. Es ist ja oft in der Rückschau, wenn man Ereignisse in seinem Leben anschaut, ist es ja oft so, dass ein absolutes Unglück und ein Scheitern dann ein großes Glück hervorgerufen hat oder zur Folge hatte. Ich weiß nicht, ob ich dir da ein Beispiel erzählen darf. Ja, gerne. Ich mag Beispiele und ich bin immer sehr neugierig, wenn Menschen was aus ihrem Leben zu erzählen haben.
Ja, weil du vorhin Lubega angesprochen hast, eine interessante Geschichte, die mich tatsächlich, ich bin sicher, vom Charakter her sehr, sehr gebildet hat. Lubega war ja erstmal ein völlig unbekannter Musiker in München. Und, von welchem Jahr sprechen wir da? Wir sprechen jetzt vom Jahr 1998. Mhm. Er war ein Rapper und ich hatte damals mit meinem Partner ein Unternehmen, das sich mit Musikproduktion und Künstlermanagement beschäftigt hat. Wir hatten ihn als sehr sympathischen Sänger empfunden. Ich habe mich mit ihm sehr gut verstanden, wie mit meinem Bruder. Und habe dann tatsächlich ein sehr gutes künstlerisches Konzept für ihn entwickelt. Der Song war da. Ich habe gedacht, oh, das könnte wirklich etwas werden. Aber wir waren 8 Monate bei allen Plattenfirmen unterwegs und er wurde überall abgelehnt, dieser Song. Ich habe dann ein sehr schönes künstlerisches Konzept entwickelt hier in München mit dem Borsalino, mit den Gamaschenstiefeln, mit dem weißen Nadelstreifenanzug und habe mir vorgestellt, 3 tolle brasilianische Tänzerinnen, die für gute Laune sorgen und sehr, sehr viel Charme haben. So habe ich mir das vorgestellt. Eine Show, etwas vermischt mit aus den 30er Jahren, aus der Stummfilmzeit, gemischt mit etwas von heute. Und habe mir das so voll vorgestellt, hatte dieses Konzept und wir sind dann damals zur Plattenfirma gefahren. Damals gab es noch die sogenannte Schallplattenfirma, die Hansa in Berlin. Und dort sagte man, ja, ist ja schön, Angelika, was du da gemacht hast, aber wir haben jemanden, der ist schon bekannter. Ja, Angelika Zwerens, man kennt sie ja noch nicht und so, das war doch das Risiko auch irgendwie zu groß. Und dann hat man einen Hamburger Designer genommen, der sehr viel Ahnung hatte von Styling, Choreografie und Inszenierung für ein Musikvideo. Dieses Video wurde gemacht. Ich war draußen aus der Nummer. Man hat mir sehr freundlich gesagt, dass man mein Konzept nicht nehmen wird, sondern dass man jemanden nimmt, den man schon kennt. Du kannst dir vorstellen, ich war am Boden zerstört, weil ich hatte wochenlang mit Lou in München tatsächlich gesucht nach etwas Tollem, nach einem tollen Outfit. Und die Enttäuschung war groß. Ich war am Boden zerstört. Man spürt auch, wenn du jetzt erzählst, Angelika, welche Begeisterung du hineingelegt hast in dieses Konzept und wie überzeugt du davon warst. Komplett. Ja. Ja. Und dann sagt dir jemand, ach, ist nicht so das. Nee, es ist nicht so das. Na. Und wir sind dann tatsächlich zurückgeflogen aus Berlin. Ich war gänzlich am Boden zerstört und dachte mir, naja gut, dann macht es halt ohne mich. Ist ja auch schön, dann mache ich etwas anderes. Und Lou selber war auch absolut geknickt. Und es wurde dann mit dem anderen Designer und dessen Inszenierung, dessen Tänzerinnen auch, er hat Tänzerinnen auch ausgesucht, wurde dieses Musikvideo gedreht. Ich habe es gesehen, ich fand es einfach nur furchtbar, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich habe mir gedacht, okay, dann macht es halt so. Weil die Profis ja auch meinten, wir können es besser. Ja, genau, genau. Sie meinten, sie sind die Profis und man kennt mich ja noch nicht, ist ja alles ganz nett, aber man kennt mich und man wollte das nicht machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach 2 Wochen gab es einen Anruf aus Berlin. Ich vergesse es mein ganzes Leben nicht. Das hat mich wirklich sehr geprägt. Der Geschäftsführer der Musikfirma sagte, so, ich habe eine Nachricht für euch. Eine gute und eine schlechte. Die schlechte Nachricht ist, dass das Musikvideo, das wir gedreht haben, dass wir das leider in den Papierkorb werfen müssen. Und die gute Nachricht ist, wir haben ein Meeting gehabt, in dem alle gesagt haben, lass uns bitte das mit Angelika Zwerens machen. Und das wollen wir jetzt machen. Dreh ist nächster Samstag in Berlin. Angelika soll sich mit denen in Verbindung setzen. Und dann ist das mittlerweile weltberühmte Musikvideo entstanden, Mambo No. 5. Was man immer noch auf YouTube anschauen kann. Ja, was gestern auch wieder auf RTL kam. Mhm. Der Song ist bis heute, wir haben jetzt 2019, ja, die erfolgreichste deutsche Musikproduktion im Ausland aller Zeiten. Das ist dann entstanden und Lou und ich waren über 10 Jahre ein Herz und eine Seele und waren auf der ganzen Welt unterwegs.
Und da zeigt sich's aber, also du musstest ja aber auch erst in diesen 2 Wochen, ne, bis du überhaupt wusstest, die haben ihre Meinung geändert, damit klarkommen mit all dieser Enttäuschung und mit einer Art von Unglück. Es war schwer. War sogar Unglück, ja. Ich war enttäuscht, weil ich dachte, wow, was ich jetzt habe, ist sowas von stimmig und Lou findet es sowas von toll. Er muss das ja auch dann performen. Mhm. Er muss es ja quasi dann auch nicht nur im Video, bei TV-Shows, bei Live-Gigs und so weiter. Er muss es ja immer wieder verkörpern und er hat sich wohlgefühlt. Ja, aber es wurde abgelehnt. Und was hast du dann daraus mitgenommen, Angelika? Also, dass du sagst, okay, ich weiß manchmal im Leben, es ist nicht alles so, wie es scheint für den Moment und du hast ja nicht wirklich was dafür getan, sondern das Leben hat dann sich zu dir hingewendet und dir dieses Glück gebracht. Richtig. Das auszuhalten oder um was geht es dann in so einer Phase? Es geht in so einer Phase tatsächlich darum, Ablehnung oder in dem Fall sichtbares Scheitern auch zu verkraften. Ja, es ist ja, ich war ja mit dem Künstler wochenlang in Arbeit. Und wir haben uns viele Gedanken gemacht, wir haben uns das vorgestellt, er hat viel Kleidung anprobiert, wir haben uns Tänzerinnenbilder, ich habe Castings gemacht, wir haben uns ja... Es steckt so viel Energie, ne? Ja, und Kreativität. Da war so viel Schöpfungskraft, nennen wir es mal so, so viel positive Energie. Und wenn man dann hört, nee, das machen wir nicht, das geht jetzt leider doch nicht, sondern wir haben hier einen Namen in Hamburg, den man eben auch schon kennt, das ist dann schon eine Zurückweisung nicht nur deiner Person, sondern auch deiner künstlerischen Arbeit und eigentlich auch deiner Fähigkeit. Mhm. Es gehört ja tatsächlich zu allem, was man tut, was man inszeniert oder was man überhaupt auf den Markt bringt. Es gehören ja Fähigkeiten dazu und das war schon eine sehr große Ablehnung. Also es macht einen auch echt so platt. Ja, ja, total. Aber man ist dann im Keller sozusagen. Und das ist aber auch das, was dein Bruder sagt, ja. Mhm. Diese Scheitern und oder was ich auch von den Stoikern, denen ich mich ja sehr verwandt fühle, kenne, dass man es aushält. Also dass die Stoiker gehen ja noch weiter, die sagen, ich gehe in gar keine Identifizierung mehr, sondern akzeptiere einfach immer alles, wie es im Leben kommt. Ja, die wären auch jetzt gar nicht so bereit, sich groß zu freuen, sondern sagen, okay, ja, das ist jetzt für mich gut oder das ist für mich schlecht. Aber dennoch, auch wenn das vielleicht für manche zu radikal ist, würde ich sagen, kann man das übernehmen und sagen, ja, ich muss auch in meinem Leben durch diese Durchstrecken durchgehen und bewahre mir die Zuversicht. Also da nicht in der Hoffnungslosigkeit, sondern mehr zu verstehen, das ist halt eine Bewegung vom Leben. Mhm. Ja? Auch wenn es schwerfällt manchmal. Und deshalb fand ich auch dieses Thema Glück so spannend, weil eben leider gehört das Unglück dazu. Und ich denke, wir Menschen müssen einfach versuchen zu lernen, auch dieses Unglück irgendwie zu verkraften. Und da ist meiner Ansicht nach der Buddhismus auch schon wieder sehr, sehr weit, der sagt, jeden Tag im Hier und Jetzt zu leben. Und ich habe da auch sehr viel von meiner Mutter gelernt, die mir als Teenie schon immer gesagt hat, Angelika, du musst dankbar sein. Du musst jeden Tag dankbar sein. Also da bist, dass du gesund bist und so weiter. Als Teenie belächelt man das ja. Nur heute weiß ich um die Weisheit meiner Mutter, die tatsächlich recht damit hat, ist jeden Tag dankbar zu sein. Dankbar zu sein für die Chance, heute mit Gretchen zu sprechen über das Glück. Diese Chance hat ja auch nicht jeder. Und dafür dankbar zu sein, das formt wieder neues Glück. Ja, und nicht weil du das jetzt gesagt hast, sondern tatsächlich, es ist auch meine grundsätzliche Haltung. Und ich bin genauso dankbar, dass du jetzt da bist und all die Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte mit dir auch ein Gespräch führen. Also das ist für mich keine Floskel, sondern tatsächlich auch eine Lebenshaltung, die zu... also man kann ja auch nochmal noch glücklicher sein im Leben. Und deine Mutter hatte völlig recht. Ich habe so ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich jeden Abend mir 5 Dinge aufschreibe, für die ich heute dankbar bin. Tatsächlich? Ja, und das generiert das auch super. Diese Haltung. Und ich sehe dann plötzlich Dinge, die ich vielleicht früher selbstverständlich gehalten habe. Und dann denke ich, ja, aber heute
Abend will ich dafür dankbar sein. Und es vermehrt, also wenn man das macht, vermehrt es die Wahrnehmung für Dinge, für die man dankbar ist. Und insofern, ich spüre es auch, wenn du sagst, viele sagen ja danke, danke, aber was es wirklich als Haltung bedeutet, das ist nochmal etwas, was so zu empfehlen ist, weil man dann nochmal ganz anders lebt und vielleicht auch in diese Täler nicht ganz so tief fällt. Weil man, oder ich zumindest, so die Idee habe, und das ist auch meine Erfahrung, ja, dann kommt ein Tal, aber vielleicht bin ich eben, was ich vorhin schon sagte, in ein paar Monaten sehr dankbar dafür. Und ich will es jetzt gar nicht so beurteilen unbedingt. Also das ist auch so eine Möglichkeit, glücklicher zu sein. Nur, wie ist es, Angelika, bei dir? Das interessiert mich mit dem Streben nach Glück. Wir hatten ja das Recht auf Glück. Es gibt ja auch dieses Streben nach Glück. Ist denn der Mensch eigentlich irgendwann mal fertig mit dem Glück? Weil das ist ja ein interessantes Phänomen. Er ist glücklich, dann sagt er sich, ich habe ja ein schönes Haus, ich habe eine schöne Altbauwohnung, aber es wäre nicht schlecht, auch mal am Starnberger See eine Villa zu haben. Och, es wäre nicht schlecht, auch mal in Paris und in New York eine Wohnung zu haben. Also ist Glück nicht auch gefährlich in dem Sinne, immer mehr zu wollen? Wie beobachtest du das? Also ich denke, wir müssen selbstverständlich erstmal tatsächlich differenzieren. Es gibt ja insgesamt das Lebensglück. Das ist sozusagen, wie läuft dein ganzes Leben. Das ist eine Position. Dann gibt es eine Betrachtungsweise, die sagt, wow, da hatte ich Glück. Ich hatte einen Verkehrsunfall und ich bin tatsächlich völlig heil da rausgekommen. Wow, hatte ich ein Glück. Das ist auch eine Art und Weise. Oder man spricht von einem Paar und sagt, die haben aber eine glückliche Ehe. Naja, sind sehr zufrieden und leben so ruhig vor sich hin. Ich denke, es ist jetzt die Frage, was wollen wir betrachten? Das Glück insgesamt. Also wenn wir jetzt tatsächlich uns mit der Glücksforschung beschäftigen, wie es beispielsweise mein Bruder macht, er hat ja tatsächlich durch Statistiken und Befragungen herausgefunden, dass beispielsweise Geld nicht glücklich macht. Also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, die Villa in Miami oder das fünfte Paar Labutin High Heels, auch das macht nicht glücklich. Und tatsächlich, wenn wir so Revue passieren lassen, wenn wir jetzt mal, ich habe mich auch mal so ein bisschen beobachtet, ja, ich gehe in die Stadt und sehe tolle Heels und die kaufe ich mir. Wow, die leiste ich mir und da fühle ich mich richtig wohl und toll und attraktiv und sag mir, super, dass du dir das jetzt hier gekauft hast. Ich fahre nach Hause, dann stelle ich mich vor den Spiegel und denke, Wahnsinn, wie das tolle Schuhe sind, was du da für ein Schnäppchen heute gehabt hast, gefunden hast. Und dann stelle ich die Heels in den Schrank und dann sage ich, so was mache ich jetzt. Das ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass wir zwar mit Dingen, die wir uns kaufen, oder wie du jetzt gesagt hast, das Streben nach mehr, noch eine Villa und ein Ferienhaus auf Sylt beispielsweise wäre ja auch toll, dass eigentlich dieser Reichtum und immer mehr zu haben, erwiesenermaßen auch in der Glücksforschung tatsächlich nicht glücklich macht. Sondern immer leerer letztlich. Ja, so oder? Wie die kleine Angelika mit ihren Heels, diese 10 Minuten, das sind 10 Minuten Glück, die sind dann vorbei. Aber das sind schon schöne 10 Minuten, die ich auch kenne. Das ist richtig, diese 10 Minuten. Oder wenn man dann mal auf eine Feier geht und die dann ausführt. Genau. Und so. Das gibt es also, ja schon. Es ist punktuelles Glück, nennen wir es mal so. Ja. Aber es führt dich tatsächlich nicht in den Glückszustand. Und so ist es auch gerade dieses Streben nach Geld. Mein Freund Cherno Jobatai sagt immer sehr gerne, gib jemand 1 Million und dann machst du ihn unglücklich. Und ich finde, damit hat er sehr recht, denn es ist tatsächlich so, Geld macht laut Umfragen, laut Statistiken tatsächlich nicht glücklich. Oder man sagt ja oft, schau dir die Menschen an, die in einem Mercedes-Benz sitzen, die schauen ja alle recht trübe drein. Aber das ist eben interessant, was du sagst. Dann ist ja dieses Indiz, immer mehr, also die Frau, die halt 300 Paar Heels in den Schränken hat, ja, also wäre ja das Indiz, kein Ende zu kennen, sowieso schon ein Zeichen dafür, dass da kein Glück ist, ja, nichts zu holen. Aber andererseits, was sagst du denn dann zu der Frau oder zu dem Mann,
die dann immer wieder denken, ich könnte noch den Schöneren, das ist ja jetzt keine Materie, ich könnte noch den besseren Partner haben oder ich könnte noch jemanden haben, mit dem ich noch glücklicher. Also auch im Immateriellen, also auch in der Liebe, gibt es ja auch so eine unstillbare Sehnsucht. Ja gut, da ist es vielleicht oft so, dass man einem Trugschluss erliegt, der Trugschluss nämlich, dass man glaubt, mit einem neuen Partner wird man glücklicher. Oder dass man sagt, wenn ich mich mit meiner Freundin treffe, ah, mit meinem Mann und der macht mich einfach nicht glücklich und du weißt es ja und so weiter, dass ich brauche jemand, der mich glücklich macht. Und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt, ja, warum wir heute hier sitzen. Das Glück können wir nur in uns selbst finden. Und da kann der Partner A und die Partnerin B und C und D kommen, wenn man nicht selbst in sich selber glücklich ist oder in diesen Dankbarkeitszustand sich versetzt oder sich den erarbeitet, wird auch der nächste Partner, wird überhaupt kein Glück bringen. Ja, das ist es leider so. Man muss das Glück, und das sage ich zu meiner Freundin auch immer. Es ist leider, kein nicht von draußen kommt es heim. Nein, es gibt niemand, der kommt, ja, um dich glücklich zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Es ist so einfach. Ja, es ist so nicht. Das geht einfach nicht. Du musst in dir selber versuchen, dir deine Glücksmomente sozusagen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, zu suchen. Ja, schön. Und dann kannst du schauen, wie es mit deinem Partner weitergeht. Aber derjenige, der auf dem weißen Schimmel angeritten kommt und dich dann versucht, jeden Tag aufs Neue glücklich zu machen, funktioniert nicht. Muss ich sagen. Ja, und es ist ja auch es war ja auch ein Bestseller. Du kennst den Titel sicher auch. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ne? Ist ja auch sehr provokant. Ich glaube, von Eva Maria Zurhorst ist das. Kenn ich gar nicht. Und das trifft es ja auch. Also letztlich, ich meine natürlich, ihr hört es jetzt nicht zum ersten Mal, wenn ihr es von uns hört, aber genau was du sagst, ich glaube, man kann es gar nicht oft genug sagen, weil es gibt keine andere Lösung. Ja? Mhm. Ich habe jetzt auch mit einem Freund neulich, der versucht jetzt ein Problem gerade zu lösen und denkt, ja, die Familie muss anders werden und das muss anders werden und ich gebe ihm immer schon dezent Hinweise, dass er für sich sorgen muss und seine Haltung verändern muss, weil die anderen werden sowieso nie so sein, wie wir wollen, dass sie sind. Das ist ja auch noch das. Ja? Kommt noch dazu. Kommt noch dazu. Das heißt, letztlich ist es doch auch wieder eine schöne Nachricht, weil ich habe mich ja am besten unter Kontrolle. Ja? In dem Sinne, dass ich wirklich für mich sorgen kann. Ich kann so, du hast sicher auch eine Übung, also ich habe jetzt dieses Danktagebuch als Inspiration gegeben. Oder auch, was ich sehr wertvoll finde, ist, wirklich mal so einen Jetzt-Moment zu nehmen und sich hinzusetzen und einfach den Baum anzuschauen oder die Menschen, die gerade gehen, um wirklich ganz gegenwärtig zu sein. Das wären so die Sachen. Die Kleinigkeiten, ja. Die wichtigsten. Hast du noch was als Inspiration, was dir ganz gut tut? Naja, also diese Dankbarkeit finde ich schon sehr wesentlich, beziehungsweise, was ich vorher schon angesprochen habe, so als Fazit vielleicht, der Flow. Dass jeder Mensch versucht oder unsere Zuschauerinnen, die auch sich auf eine Reise machen und das Glück suchen wollen, einfach sich besinnen, wo sie in diesem Fluss sind, wo sie weder Raum noch Zeit noch irgendwelchen Temperaturen, wenn es zu kalt ist oder zu heiß ist, das einfach gar nicht mehr wahrnehmen, denn sie sind voll in dem, was ihnen Freude macht. Manche tanzen sehr, sehr gerne. Bei mir ist es vielleicht, ich bin voll im Flow, wenn ich beispielsweise etwas Neues kreiere. Es kann sein, ich schreibe einen neuen Songtext. Den mache ich samstags, sonntags, nachts, egal wann, zu jeder Tageszeit. Oder ich denke mir ein tolles Fotoshooting aus, um bestimmte Produkte zu inszenieren oder auch für meine Dirndl. Das sind Momente, auch wenn ich vor der Kamera stehe, dann bin ich im Flow, dann weiß ich, das bin ich, das macht mir Freude und da kenne ich keine Uhrzeit. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir vielleicht unseren Zuschauern heute durch unser Gespräch mitgeben können. Sucht etwas, wo ihr im Flow seid, im Fluss, wo ihr
einfach eine Tätigkeit habt, wo ihr überhaupt nichts mehr mitbekommt. Vielleicht ist es sogar das Backen. Also das als Inspiration. Ich möchte noch, bevor wir zum Ende kommen, eine kleine Abzweigung nehmen, um das nicht zu vergessen. Denn wir reden jetzt über Glück. Wir sind jetzt Menschen, die nicht darüber nachdenken müssen, dass jetzt, zumindest nicht zum heutigen, gegenwärtigen Stand der Dinge, dass morgen jetzt der Krieg ausbricht hier. Also worauf ich noch hinaus will zum Schluss ist, Adorno sagt ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also wie siehst du das? Wir, die jetzt von Glück reden, die auch Glück finden können, die, ich sag's mal so, privilegiert sind, überhaupt darüber nachzudenken und für uns Glück finden zu können. Können wir das ausblenden oder wie sollen wir damit umgehen, dass es ja andere Menschen jetzt gibt, zur selben Zeitpunkt, wo wir jetzt froh sind, miteinander zu sprechen, die nicht im Glück sein können? Also, wie tangiert es dann unsere Definition von Glück? Oder was meinst du da jetzt genau? Ja, es gibt so ein Ungleichgewicht. Also, der jetzt um sein Leben kämpfen muss, der jetzt in Kriegsgebieten lebt, der kann ja gar nicht zu seinem Glück jetzt finden, dem hilft es ja jetzt auch gar nichts. Und ist nicht auch Glück etwas, was dann erst so richtig stattfinden kann, wenn, das ist wahrscheinlich eine Utopie, alle Menschen auf der Welt frei wären davon, Angst haben zu müssen, zu überleben. Ja? Also es gibt das individuelle Glück, ich sag's mal jetzt nochmal so, und es gibt ja das Glück, was auch in Bezug auf Gesellschaft stattfindet. Also es gibt ja Philosophen, die haben darüber nachgedacht, dass der Einzelne gar nicht glücklich sein kann oder darf, wenn es andere gibt, die unglücklich sind. Naja gut, es wäre natürlich eine absolute, meiner Ansicht nach, eine Utopie, dass man jetzt sagt, alle Menschen auf der Welt haben genug zu essen und haben ein Dach über dem Kopf, aber ist das Streben an sich ist natürlich auch wichtig. Jedoch, da würde jetzt mein Sohn wiederum sagen, du weißt doch gar nicht, ob derjenige, der in einer Hütte im Wald lebt und sich von Bären und so weiter ernährt, ob der nicht vielleicht zufriedener ist als du, ob der nicht vielleicht glücklicher ist. Und ich finde, das ist auch ein Aspekt. Oder mein Sohn sagt dann auch oft, du weißt doch gar nicht, wie derjenige sein Leben empfindet, der in seinem Rollstuhl sitzt und durch die Stadt fährt. Vielleicht ist er viel zufriedener als du. Und das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Wir wissen es gar nicht, wie man sich fühlt. Ja, wir können natürlich unterstützen, aber das sind wiederum unsere Maßstäbe. Vielleicht ist derjenige, der in Afrika seine Hütte hat und gerade beginnt, Bewässerungsanlagen zu bauen und da eine tolle Idee hat, obwohl er isst eben den Reis, dem ihm zur Verfügung steht. Das wissen wir nicht. Also das finde ich auch einen Ansatz, einen Punkt, den man vielleicht doch auch mal in Betracht ziehen sollte. Absolut. Ich sage immer, über 7 Milliarden Menschen, 7 Milliarden Blicke auf die Welt und du kannst ja nie in den anderen wirklich blicken. Ja? Da bist du aber bei Beispielen jetzt schon, wo jemand dann für sich sorgen kann. Ich denke, es gibt aber auch ein Unglück, wo so elementar man von seinem Leben bedroht ist. Da würden, glaube ich, alle sagen, und der Betroffene, wenn er jetzt gerade vor dem nächsten Kugelgewitter fliehen muss, dass er jetzt da nicht gerade glücklich ist. Da hast du recht. Ja. Also da treffen wir uns wieder. Ja. Ich kann sehr viel damit anfangen, mit dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Definitiv, danke. Ja. Mhm. Wir wissen gar nicht, wie geht's anderen. Wir denken, die Supermarktkassiererin, die hat vielleicht einen sehr eintönigen Job. Ja, und dabei geht's der gut. Also ich habe zum Beispiel, in den 5 Höfen gibt es einen Supermarkt hier in München. Und dann sagte mir die Kassiererin, und ich war so überrascht und habe mich so für sie gefreut, weil ich mir so dachte, puh, da würde ich jetzt nach einer Woche durchdrehen bei diesem Job. Und sie sagte, sie liebt ihren Beruf, jeden Tag kommen so viele unterschiedliche Menschen und sie sitzt unglaublich gerne an dieser Kasse. Und das war genau dieser Moment, den du ansprichst. Ja? Wir wissen nicht, was für sie Glück bedeutet. Aber es gibt dann auch wieder so Lebenssituationen, wo alle sich wahrscheinlich einig wären, hier ist kein Glück gerade zu finden. Mhm. Und du hast natürlich auch recht, Utopien sind
eben Utopien und selten zu realisieren, das liegt ja schon in der Wortbedeutung. Es ist ja nicht Ort, heißt Utopie. Also letztlich kann es wahrscheinlich nicht stattfinden, aber ich finde es dennoch gut, daran festzuhalten. Und mir jetzt schon zu wünschen, so still und heimlich und jetzt auch ganz laut in die Kamera, dass doch dieses Glück auf der Welt für viele mehr werden kann, denen es jetzt gerade auch nicht so gut geht. Angelika, zum Schluss. Hast du einen Gedanken, der dir noch wichtig ist, den du einbringen möchtest, von dem du sagst, der fiel noch nicht? Dann ergreife doch jetzt noch das Wort. Es gibt ein orientalisches Sprichwort, das sagt, es ist unmöglich, das Glück in sich selbst zu finden. Aber es ist auch nicht möglich, das Glück anderswo zu finden. Und das finde ich eigentlich so, ist für mich unterm Strich so der Konsens, die Suche nach dem Glück, so wie in dem Sprichwort gerade genannt, ist im Außen leider nicht möglich. Manchmal findet man es in sich selbst auch nicht, aber nur da kann man suchen. Sehr weise. Vielen Dank für diesen Spruch. Vielen Dank für deine unglaublich bereichernden und klugen und inspirierenden Gedanken. Danke. Angelika Zwerenz war heute mein Gast. Gretchens Gast.